Ja, bitte. Ja, schon ganz zu Anlassen. Hallo, guten Tag. Ja. Dardo, mein Name. Ich melde mich von der Firma X Trading Aha. für Online-Handel. Aha. Dass Sie Interesse gezeigt haben vor ein paar Tagen. Wen möchten Sie denn sprechen? Ihnen. Ja, wer ist denn Ihnen? Mit dem, was dein Handy aufgemacht hat. So einen Herrn Ihnen haben wir hier nicht. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es schon gleich von ja, Beginn des Gesprächs gehört. Hier haben wir wieder jemand richtig Seriösen in der Leitung, der irgendwie nicht mal die persönliche Kundenansprache richtig beherrscht. Doch hört selbst, was wir hier für eine nette Firma an der Telefonleitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung, vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Wir sind jetzt nicht zum Verarschen, mein Lieber. Wenn es zum Verarschen ist, wir können in einen anderen Platz verarschen. Mit Ja? wem wollen Sie denn jetzt sprechen eigentlich? Ich Wir weiß ja gar können nicht, worum es irgendwo, geht. wo Sie wollen, uns verarschen, aber jetzt gerade hier miteinander, durch Telefon. Also. Na, genau so stellt man sich, glaube ich, eine seriöse Firma nicht vor. Ist ja hier von Anfang an des Gesprächs ja schon wieder herzallerliebst. Der Mitarbeiter fängt gleich von Anfang an zu fluchen und zu beleidigen. Aber das Gespräch geht heute noch ein ganzes Weilchen. Ich weiß mal auch nicht, wie der sich jetzt hier nach dieser Aktion, ja, denkt, warum er noch in der Leitung bleiben müsste. Und vor allem den Rest des Gesprächs noch weitermacht mit dem Blödsinn, den er da so von sich gibt. Wen möchten Sie denn eigentlich sprechen? Ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ihnen! Was verstehen Sie nicht? Ihnen! Ja, wer ist denn Ihnen? Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Tja, wie wär's denn, wenn mich dieser nette Herr einfach mal mit meinem Namen ansprechen würde? Denn jede seriöse Firma stellt erstmal grundsätzlich fest, ob sie auch die Person an der Telefonleitung hat, die sie eigentlich anrufen möchte. Denn jeden anderen geht ja das Thema überhaupt nichts an und jeder andere, da fehlt ja auch letztendlich die Werbeerlaubnis. Gut, die fehlt hier grundsätzlich ja, in Gänze, aber. Schon irgendwie interessant, wie dieses Callcenter mit den Kunden agiert. Wen möchten Sie denn jetzt Den genau Herr sprechen? Müller. Den Herr Müller. Den Herrn Müller haben wir hier nicht. Tut mir leid. Sind Sie falsch? Wenn Sie sind, dann wieso gehen Sie dran in ein Handy, wo Ihnen nicht gehört? Ist doch mein Wo Sie Handy. nichts zu tun haben? Hä? Ist doch meine Telefonnummer. Was möchten Sie denn von mir? Sie rufen bei mir an und... Okay. Ihre Telefonnummer wurde hier angemeldet. Durch den Namen Martin Müller. Nein, definitiv habe ich keinen Martin Müller angemeldet mit meiner Telefonnummer. Also, ich weiß nicht, ob er sich den Namen jetzt hier einfach nur frisch ausgedacht hat, weil er vielleicht den wirklichen echten Datensatz nicht vorlesen wollte. Ihr kennt ja meine Fake-Namen, aber weiß ich nicht. Also, so kann man auf jeden Fall keine Geschäfte mit den Kunden machen. Scheißegal, was ich da letztendlich eingetragen habe. Wenn er jetzt hier merken würde, dass ich hier Herr Schleuderpimmel oder wie auch immer heiße, wie wäre es dann, wenn er einfach gar nicht erst anruft und wenn er vorher schon gemerkt hat, dass das kein vernünftiger Datensatz ist, oder einfach das Gespräch freundlich beenden, wenn man sieht, das kann kein vernünftiger Kunde werden. Aber das, was jetzt hier schon wieder folgt, tja, absoluter Wahnsinn und zeigt nur, dass das definitiv nicht mit rechten und auch schon gar nicht mit seriösen Dingen zu tun hat. Nee, das, ja, weiß ich nicht, wer Martin Müller ist, aber da haben Sie auf jeden Fall den Falschen erreicht. Da haben Sie bestimmt einen Zahlendreher in der Telefonnummer. Wer ist am Apparat? Ja, nicht der Martin Müller. Sie sind dann wohl Wer völlig denn? falsch. Ja, das geht Können Sie Sie denn doch nichts Ihren an, Namen wenn ruhig ich... sagen? Es ist kein Problem. Aber ich werde doch nicht fremden Leuten meinen Namen verraten, wenn sie gar nicht hierher möchten. Da hat sich doch das Gespräch eigentlich schon erledigt. Ich merke, dass Sie eine schlechte Erfahrung haben, richtig? Was denn für eine Erfahrung? Ich weiß ja nicht mal, wer Sie Ich sind, was merke Sie es. Wieso möchten. sagen Sie es nicht? Vielleicht kann ich Ihnen durchhelfen. Ja, wie gesagt, Weil den Sie Martin Müller gibt Ihre es hier Kopf. nicht. Da sind Sie falsch. Also diesem, ja, weiß ich nicht, dieser netten Blitzbirne interessiert es ja überhaupt gar nicht, ob er jetzt hier richtig oder falsch ist. Er macht einfach weiter im Programm und ist felsenfest der Überzeugung, dass ich mich da bei ihm registriert habe. Also mit Martin Müller habe ich mich tatsächlich noch nie registriert. Was das jetzt hier eigentlich werden soll, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir absolut rätselhaft. Aber noch viel rätselhafter ist mir eigentlich, was macht er jetzt hier noch? Was will er jetzt eigentlich damit erreichen, mit dieser Diskussion, vor allem mit dieser absolut sinnlosen Diskussion? Wenn ich ihm hier erzähle, ich habe mich nicht eingetragen, dann ist es doch egal, ob es so ist oder nicht. Da braucht er doch nicht noch kommen mit, ich hätte schlechte Erfahrungen.
Worin habe ich eigentlich schlechte Erfahrungen? Das hat er mir ja auch noch nicht gesagt. Ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma, was er da macht, worum es geht. Das erzählt er ja hier alles nicht. Aber ich soll wissen, was er meint, obwohl er da irgendein Dünnsches durchs Telefon rülpst. Tja, also da fällt mir eigentlich wirklich nichts mehr zu ein. Müssen Sie denn nochmal gucken, ob Sie vielleicht einen Zahlendreher in der Nummer haben? Wir haben kein Alter. Wir haben kein Alter hier zum Verarschen. Oder sind Sie ein Neukind? Ich weiß nicht, was Sie möchten. Also Sie sind hier definitiv also, falsch. Ich bin nicht falsch. Ich bin 100% richtig. Nee. Guck mal, ich verschwinde den Zeit seit 2 Minuten mit Ihnen, ob Sie sind oder nicht. Wir hätten den 2 Minuten jetzt gerade, wir hätten irgendwo anders verbrennen. Und ja, nicht hier. Herr Martin Müller, da sind Sie falsch. Okay, es ist kein Problem. Trotzdem, ich wollte Ihnen ein paar Informationen mitteilen über Online-Trading, damit Sie sag ich mal, Kofferraum haben. Ja, ich möchte keine weiteren Informationen von Ihnen. Haben Sie eine Erfahrung damit gehabt? Was denn für Erfahrungen? Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte nicht mit Ihnen telefonieren. Dann ich möchte mit Ihnen telefonieren. Ja, weil ich merke, dass Sie sind ein netter Mann. Ein guter Mann. Ja und? Aber ich möchte trotzdem kein Angebot von Ihnen haben. Aber trotzdem, ich möchte Ihnen ein paar Angebote vorstellen. Nee, das ist erlaube ich Ihnen von nicht. Von der Finanzinstrumenten. Bitte? Ja, das ist Kaltakquise und nicht erlaubt. Ich möchte von Ihnen keine Werbung. Okay. Trotzdem, Sie werden von mir Informationen erhalten. Das ist keine Werbung. Das ist Informationen und dann am Ende, Sie können entscheiden, ob Sie mit dem eine richtige Plattform mitteiligen wollten, ob Sie da mit uns investieren, ob Sie da mit uns arbeiten, eine vernünftige Arbeit ausfüllen. Ja, können Sie sich doch sparen. Ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Ja, aber ich möchte mit Ihnen zu tun haben. Ja, Sie können doch nicht einfach bei Leuten anrufen, gar nicht wissen, wer da dran geht. Nein, und dann, das heißt... Das ist verboten. Ich möchte mit Ihnen was haben, da Sie Interesse gezeigt haben für den Bereich. Hab ich habe Ihnen ja bereits gesagt, ich bin nicht der Herr Martin Müller, den Sie suchen. Sie haben eine Anmeldung mit dem Herr, mit dem Namen von Feistad Zuschlagen. Was? Richtig? Ja, Herr Zuschlagen, das bin ich, richtig. Aber wie kommen Sie denn auf Herr Martin Müller? Ich habe den Namen verwechselt mit meiner Kollege, das Ihnen angerufen hat, vor ein paar Tagen. Richtig? Also, ich bin nicht falsch. Ja, aber ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Also nach dem Gespräch jetzt hier, nö. Sie haben trotzdem Grund gefunden, dass Sie mit mir keine zu tun haben möchten. Ich möchte nicht. Sehen Sie, Sie sind so alt, sag ich mal, ich schätze mal, gegen 50, richtig? Oder 60? Ja, auch falsch. Aber ich möchte, wie gesagt, mit Ihnen nichts weiter zu tun. Schauen Sie mal, Sie sind knapp 50 Jahre. Ja. Das stimmt ja nicht. Und ich habe nur Beispiel eingegeben. Sie sind seit knapp 50 Jahren beispielsweise. Und Sie machen wie ein Kind, Sie machen wie... Ich verstehe das Ganze nicht. Tut mir leid, aber ich verstehe das Ganze nicht. Ja, ich verstehe andere aber auch. Trotzdem, ich bin hier... Nur ein Agent, dass ich Ihnen Informationen weiterleiten über unsere Plattform und Sie werden, nachdem Sie den Konto aktivieren möchten, da Sie werden einen Finanzexperten dafür haben, ja. Der für Sie 24 Stunden für Sie da ist. Ja. Aber ich werde bei Ihnen nichts aktivieren. Tja, also illegaler geht's eigentlich nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass dieses komplette Gespräch ja schon kriminell zustande gekommen ist und er hier keine Anruferlaubnis hat und er eigentlich überhaupt nicht anrufen darf, macht er jetzt hier einfach völlig bewusst auf Kaltakquise weiter. Er wollte den Herrn Müller sprechen. Der Herr Müller ist nicht zu sprechen, weil den gibt's hier nicht. Dann macht er einfach weiter und will mir was sagen. Dann sagt er auf einmal doch meinen richtigen Namen und ist ja dann doch richtig bei mir, obwohl er einen anderen Namen gesagt hat und meinte, er hätte mich verwechselt. Und nun will er einfach trotzdem weitermachen im Programm. Also, nachdem er mich jetzt hier schon so belatscht hat, weiß ich nicht, was der jetzt hier eigentlich noch bei mir will. Jeder normal denkende Mensch hätte doch jetzt hier eigentlich schon lange aufgelegt, nach dem, was er sich bis jetzt hier so im Laufe des Gesprächs alles erlaubt und geleistet hat. Also, keine Ahnung, wer da jetzt noch Geld einzahlt,
kann einfach nur noch selber schuld sein. Das Ganze hier ist nichts anderes als einfach eine ganz billige kriminelle Masche, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dabei sind die noch nicht mal im Ansatz irgendwie höflich. Also mit Kundenservice und Vertrauen erwecken hat das hier alles nichts zu tun. Ich meine, klar, das Ganze ist und bleibt Betrug. Aber trotzdem, wenn man doch Erfolg haben möchte mit sowas, benimmt man sich meiner Meinung nach da schon ein kleines bisschen anders. Bei mir nicht. Bei mir ist die Brau nicht aktiviert. Bei uns Plattform. Aber geben Sie mir eine Minute Zeit, dass ich Ihnen Ihre Meinung wechseln kann. Mindestens für unsere Plattform. Nee, ich habe kein Interesse an Ihrer Plattform. Und für das, was Sie gehört haben, hin und her, zurück und hinten, vorne, ich weiß nicht, wo Sie gehört haben. Das ist mir echt scheißegal zu wissen. Ob Sie da Betrüger meinen, ob Sie da eine, keine Ahnung, was Sie gerade meinen. Ich habe keine Ahnung, was Sie eigentlich jetzt genau meinen. Nein. Sie verstehen mich ganz gut. Nee, eigentlich nicht. Ja? Nee, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Stimmt das, dass Sie eine schlechte Erfahrung gelebt haben? Nee. Richtig. Nee. Da? Nee. Schauen Sie mal, wir sind seit 7 Minuten in den Apparat. Ja und? Und da möchte ich Ihnen gerne die Meinung wechseln. Das schaffen Sie aber nicht. Ich schaffe das nicht. Ich beweise das. Wir sind hier, um es Ihnen zu schaffen. Wir sind hier, um Ihnen was zu zeigen. Um Ihr Leben zu lernen. Weil Sie sind fokussiert, Arbeit zu Hause Arbeit. Das ist wie eine Routine geworden. Nö. Ja. Und Sie kennen gar nichts über das andere Welt, sag ich mal. Was denn für eine andere Welt? Ich kenne nur eine Welt. Das ist eine Geldwelt. Aha, Geldwelt. Sehr interessant. Genau. Das ist sehr interessant. Geld ist aber ist interessant. Wie der amerikanische Pass ist denn Geld heute zur Zeit. Aber das ist doch nicht seriös, was Sie da am Telefon veranstalten. Bitte? Nochmal? Ich sagte, das ist doch nicht seriös, was Sie da gerade veranstalten. Genau. Das ist so, wie Sie es gerade gemeint haben, weil Sie nicht den Namen gesagt haben vorher. Aber das geht Sie doch auch nicht. Und da war ich ein bisschen böse, sag ich mal. Weil ja. Ich bin hier seit 8 Uhr morgens. Ja, und ich meine. Und ich höre nur Blitze von dem Kunden. Ja, dann suchen Sie sich doch einen anderen Job, wenn Ihr Job nicht Spaß macht. Mein Job macht mir Spaß. Nein, mein Job, es ist alles in Ordnung. Aber weil ich zufrieden bin mit dem Lohn. Aber Sie, vielleicht Sie kriegen eine Rente von 900 Euro und Sie machen nichts. Mit dem 900 Euro, sag ich mal. Über nur was? Einfach ein normales Leben. Essen, trinken, Toilette gehen. Richtig? Was? So, können Sie denn Ihre Rechte aufmachen und in eine Google-Webseite gehen und mindestens meine Lizenz zu vorstellen kann? Nee. Dass ich Ihnen... Bitte? Habe ich kein Interesse dran. Soll ich Ihnen mit dem Finanzexperten weiterleiten? Das können Sie vielleicht mal machen, genau. Ja? Mhm. Wozu will der mich jetzt hier noch weiterleiten an irgendeinen Finanzexperten? Also ich meine, ich habe auch jetzt, glaube ich, ausdrücklich erklärt, dass ich keinen Bock auf den Blödsinn habe, den er hier versucht. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Also schon alleine die Begründung, dass er war ein kleines bisschen sauer am Anfang. Also er ruft doch mich an, er will doch was von mir. Weswegen ist er auf mich sauer? Wenn der auch noch einen falschen Namen sagt und ich sage, ich bin es nicht, weil es ist ja auch so, hat er ja selber dann festgestellt. Also es wird immer verrückter. Und solche Leute wollen euch Geld abknöpfen. 250, 500 oder 1000 Euro ist da ja meistens so die Devise. Und das Problem ist, das Geld, wer da sein Geld reinsteckt, das ist eine Einbahnstraße. Ihr bekommt das Geld nie wieder zu sehen, wenn ihr das einmal bei so einer Firma überwiesen habt. Ich meine, man muss, glaube ich, nicht erklären, dass das wirklich so ist. Man muss ja eigentlich nur zuhören, was da so passiert. Und genau das ist eben auch der Unterschied zu den Videos hier mit einem echten Gespräch, wenn ihr spontan so jemanden in der Telefonleitung habt. Man versteht die ja auch kaum. Hier jetzt in so einem YouTube-Video kann man ja von außen betrachtet darüber lächeln, was da eigentlich für Blitzbirnen an die Telefonleitung getackert werden. Aber wenn man selber so jemanden an der Leitung hat und man geht da nichts ahnend ran, kennt solche Betrugsversuche noch nicht durch YouTube,
dann kann das schon sein, dass man da erstmal am Telefon bleibt. Natürlich nicht, wenn man so einen unfreundlichen Mitarbeiter da dran hat, der sich eigentlich von Anfang an vollkommen daneben benommen hat. Tja, aber es ist halt das Problem. Es werden trotzdem täglich viele hundert Menschen in Deutschland betrogen, nur mit sowas hier. Und dann gibt's noch ganz viele andere Betrugsmaschen. Hallo? Ja? Guten Tag, Heidi Bart am Apparat. Ich bin die Finanzexpertin bei der Firma iXtrade. Aha. So, was kann ich für Sie tun, bitte? Ich würde gerne mal wissen, warum Sie Kaltakquise machen. Entschuldigung? Ich würde gerne mal wissen, warum Sie Kaltakquise machen. Also, weil Sie selber eine Anmeldung hinterlassen haben. Sie haben Kaltakquise nicht erlaubt. Also, Sie haben bei der Anmeldung bestätigt, dass Sie Anrufe von uns möchten. Okay? Ja. Es gibt ein Geschäftsbedingungen dort und Sie haben das abgehakt. Und dort steht, dass Sie haben unsere Anrufe akzeptiert. Nee, weil also das ist AGBs, keine Werbung. In AGBs steht sowas nicht drin. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Bitte, das ist kein Werbunggespräch. Okay? Ja, das ist Hilfe, das wir anbieten. Weil Sie selber Interesse gezeigt haben und ich brauche nicht zu vorstellen, weil Sie alles in der Werbung geschaut haben. Deswegen ist es erlaubt, Ihnen zu telefonieren. Sie haben bei der Werbung alles selber geschaut. Das ist keine Werbung. Doch, das ist ja Werbung. Das, was Sie hier machen, nein, ist nicht erlaubt. Nein, doch? Nein, Herr. Nein, Sie sollen das, verstehen, dass die Werbung haben Sie in Social Media geschaut, also in Facebook oder Google, ich weiß es nicht, wo Sie die Werbung geschaut haben. Bitte, dann haben Sie Ihre Daten eingegeben. Nee. Und wo habe ich Ihre Nummer gefunden? Haben Sie den Blick abgekauft, denke ich mal. Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Sie haben das selber getan. Nee. So funktioniert es bei uns. Ich weiß es nicht, ob Sie bewusst sind, dass Sie Anmeldungen machen oder nicht. Was Sie da machen? Nein, ist nicht. Doch. Weil das Doch. Ist Hilfe, das ist keine Werbung. Ja, aber wenn es um Geld geht, dann ist es Werbung, dann ist es keine Hilfe mehr. Das ist Hilfe um etwas, wo Sie selber Interesse gezeigt haben. Die Werbung haben Sie also in Google gesehen, nicht hier im Telefon. Ich will ja gar keine Hilfe von Ihnen. Und warum haben Sie bitte die Anmeldung gemacht? Warum haben Sie Daten eingegeben? Das steht ja nicht drin, dass Sie anrufen. Das steht da nirgends. Es steht in den Geschäftsbedingungen, genau? Dass Sie Anrufe bekommen werden. Das ist verboten. In den AGBs darf man sowas nicht verstecken. Das ist laut deutschem Datenschutzgesetz ist das verboten. Und genau so sieht es aus. Man darf das nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwo drin verstecken, dass man euch dann einfach so anruft. Dazu benötigt es eine Datenschutzerklärung und zusätzlich noch eine Werbeerlaubnis. Beides gibt's bei diesen Firmen nicht. Vielleicht gibt's bei der ein oder anderen Firma irgendwelche dummen, billig kopierten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gar nicht zur Firma gehören, weil sie halt einfach nur geklaut wurden, um seriös auszusehen. Aber wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, dann stimmt nicht mal der Text mit der Webseitenadresse überein. Also es ist in vielen, vielen Fällen so. Und selbst wenn, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, hat das nichts zu suchen. Denn die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die regeln das Geschäft und nicht das, was davor passiert. Also die Kaltakquise zum Geschäft, das ist ja der Vorschritt, euch anzurufen. Das darf da nicht drinstehen. Das muss separat von euch irgendwo angeklickt und bestätigt worden sein. Und damit die Firma letztendlich sicher ist und keine Anzeige kassiert, dass ihr auch wirklich eine Werbeerlaubnis erteilt habt, tja, sollte die Firma einen Double Opt-in besitzen. Also in Schriftform, dass ihr das unterschrieben habt und zu dieser Telefonnummer Werbeanrufe erhalten möchtet. Oder dass man einen PIN bei euch durchgesagt hat, auf der Telefonnummer, die euch gehört. Nur ihr konntet diesen PIN wissen und eingeben. Und damit ist dann eben 100% bestätigt, dass das Ganze erlaubt ist. Nennt man halt eben Double Opt-in. So weiß die Firma nie, ob sie legal anruft. Das kann sie nicht wissen. Sie kann ja nicht einfach behaupten, doch, ich rufe legal an. Nein, sobald der Kunde sagt, du rufst auf meiner Leitung illegal an, ist das so. Selbst dann, wenn der Kunde vorher schon ein Double Opt-in erteilt hat. Sobald man der Firma diese Anruferlaubnis entzieht, das reicht auch im Gespräch am Telefonat oder beim Telefonat, dürfen diese Firmen nie wieder bei euch anrufen. Sie machen es aber trotzdem. Denn hier geht es ja nicht um irgendwelche seriösen Geschäfte, sondern einfach nur darum, dass man an euer Geld möchte und nicht um irgendeine Gegenleistung, die man nachher noch erbringen möchte.
Ganz offiziell. Also, okay, Sie haben alles falsch also verstanden, Herr. Also bestätigen Sie sollen das, uns bitte. Auch verstehen, dass das ist keine Werbung. Das ist kein Werbegespräch. Das spielt aber keine Rolle. Sie dürfen trotzdem nicht einfach anrufen. Die Werbegespräche sind in Deutschland verboten, nicht also Beratung, ja, nach Dienstleistung. Und Sie telefonieren nach Deutschland. Und dann müssen Sie sich auch nach deutschem Gesetz halten. Genau, aber das ist kein Werbegespräch. Ja, das ist Dienstleistung. Ja, aber das ist doch Werbung. Ist die doof? Also ich meine, die sagt ja sogar selbst, nein, das ist keine Werbung, das ist eine Dienstleistung. Was begreift die daran nicht, dass das Bewerben ihrer Dienstleistung ein Werbeanruf bleibt? Also irgendwie immer fragwürdiger. Und solche Leute wollen vom Finanzmarkt sein, also angeblich hochstudierte Fachleute, die eine Ahnung von weiß ich nicht haben. Ich meine, der ganze Trading-Markt an sich ist ja schon eigentlich, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Grundsätzlich ist Trading und Aktien sowieso was Böses und Schlechtes. Aber das, was man daraus hier auch noch macht, unerfahrene Menschen da reinziehen in das Ganze, also zumindest so tun, als würde man da Geld verdienen können, und dann ist die Kohle weg. Ich meine, es gibt natürlich die ein oder andere Firma, die da wirklich euer Geld, ja, mit eurem Geld rumspielt am Markt. Aber 99% der Firmen, die euch hier einfach so anrufen, die werden nicht mal das tun. Die nehmen einfach eure Kohle und melden sich danach nie wieder. Weil wen wollten ihr erreichen? Eine vernünftige Webseite gibt's nicht. Daten, wo man sich melden kann, gibt's nicht. Die Telefonnummer ist nicht rückrufbar. Also wie will man die erreichen, wenn die euer Geld haben? Richtig. Man soll die gar nicht mehr erreichen. Es ist doch Werbung. Also, Sie wollen von mir Geld. Wie reden Sie mit der Finanzberater, mit der Bank? Berater. Per Handy? Ja, gar nicht. Der ruft gar nicht an. Der meldet sich überhaupt nicht. Weil sie vielleicht kein großes Geld in ihrem Konto haben. Aber normalerweise, mein Kunden redet mit der mit dem Bankberater per Handy. Immer. Ja, aber dann ruft doch der Kunde selber an. Schon alleine die dreiste Aussage, ja, dann haben sie wohl kein Geld auf ihr Konto. Was bilden die sich eigentlich ein? Welche Anmaßung? Also über euer nicht vorhandenes Geld auf eurem Konto zu diskutieren, philosophieren, sich darüber überhaupt einen Kopf zu zerbrechen, das geht die nichts an. Wie viel Geld und ob überhaupt da Geld auf eurem Konto ist, das spielt keine Rolle. Es geht einfach schlichtweg niemanden was an. Jo. Aber das finden die scheinbar irgendwie immer wieder als Aufhänger, sich über euch lustig machen zu können. Und das sind die Firmen, die, ja, seriös sein wollen. Ich kann es nur immer und immer und immer wieder irgendwie wiederholen. Es ist einfach nur absolut Wahnsinn und unbegreiflich, dass solche Firmen mit dem, was sie da tun, auch überhaupt nur in der Blüte ein bisschen Erfolg haben. Das ist doch gar nicht zu begreifen. Das kann man nicht mehr in Worte fassen, was da eigentlich für Leute an der Leitung sitzen. Und das Schlimmste ist, da zahlen tatsächlich Menschen ihr Geld ein. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit allen euren Verwandten, Bekannten, Freunden, ja, und jedem Menschen, den ihr so kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf diese Videos hereinfällt. Den Teilen-Button findet ihr direkt als kleinen runden Pfeil unter dem Video. Aber ich möchte das von Ihnen nicht. Habe ich Ihrem Kollegen doch jetzt, glaube ich, 10 Minuten lang erklärt, dass ich das gar nicht will, was Sie da machen. Wenn Sie wollen, dann können wir auch per E-Mail reden, wenn das per Handy verboten ist. Ich will überhaupt nichts von Ihnen. Das sagen Sie bitte von Anfang an. Okay, ja, sagen Sie, ich habe kein Interesse. Ja, habe ich doch von Anfang an gesagt. Also, unsere nette Plaudertasche hier an der Leitung. Ich meine, die ist ja erst später dazugekommen. Aber genau das habe ich von Anfang an getan. Ich habe der von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock auf euren Blödsinn da. Ja, und dann werde ich ja weitergereicht. Und dass die dann halt nicht alles mitbekommen hat, ist ja nun wirklich nicht mein Problem. Was bilden die sich eigentlich ein? Die rufen hier an und lutschen euch voll und ihr könnt da überhaupt nichts für. Also dümmer und dämlicher geht's eigentlich nicht mehr. Aber damit haben die scheinbar Erfolg. Mit solchen Menschen an der Leitung. Mir fehlen die Worte. Von der ersten Sekunde. Nein, sie haben mich gefragt, warum wir anrufen, weil das verboten ist. Naja, weil ihr Kollege ja weiter diskutiert hat. Ich habe ihrem Kollegen gleich als allererstes gesagt, dass ich den Scheiß nicht will.
In Ordnung, Herr. Ein Kunde mehr oder weniger ist uns wirklich egal. Das nennt man das ja bei Ihnen nicht Kunden, sondern Betrugsopfer. Ja. Das ist nur, weil Sie selber aber Interesse Sie sind gezeigt kriminell. Haben und ich möchte Ihnen nicht überzeugen, weil ja. das meist. Aber Sie sind ja kriminell. Warum, okay, sind das Sie, ist warum ja meine. Machen Sie so einen das kriminellen ist ja Job? Ich Warum denke auch, dass Sie Sie denn kriminell Leute? sind. Das ja. ist meine Meinung. Ja, und warum Sie betrügen Sie wissen, die was Leute? Sie wollen sagen. Warum betrügen Sie denn die Leute? Und wer hat das gesagt? Bitte, wo haben die diese Na, Ihr Kollege hat gesagt, gekriegt? Dass Sie die Leute um Ihr Geld bescheißen. Hat Ihr Kollege gesagt? Nein, auf jeden Fall nicht. Doch. Ja, natürlich hat der Kollege das nicht gesagt. Ich versuche das ja jetzt hier nur als Aufhänger zu nutzen, um ja, der Mitarbeiterin noch irgendwie ein bisschen Wut zu entlocken und mal zu schauen, ja, wie leicht sie aus der Reserve zu locken ist. Aber mal im Ernst, was soll das hier? Was soll das noch? Wozu diskutiert die? Weiß ich nicht. Die macht doch den Ruf ihrer angeblich seriösen Firma damit nur noch kaputter, als er so schon ist. Ich meine, wir wissen ja ganz genau, was wir von dieser Firma hier zu halten haben. Aber das, was Anna frisch auf dem Silbertablett serviert bekommen, mit den Aussagen, die sie hier so trifft. Ein Kunde mehr oder weniger, ist mir doch scheißegal. Toll, wunderbar. Bei so einer Firma wollen wir doch alle unser Geld drin versenken und investieren, oder nicht wahr? Also, ist doch, besser geht's doch gar nicht. Scheißegal, ob wir Kunden haben oder nicht. Wir scheißen auf unsere Kunden. Aber einer mehr oder weniger ist kackegal. Aber wir wollen Geld von dir. Tja, das scheint irgendwie heutzutage modern zu sein? Weiß ich nicht. Also entweder werde ich langsam alt oder irgendwas läuft hier wirklich total falsch. Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten, unsere Wörter zu verstehen. Aber warum betrügen Sie denn die Leute um Ihr Geld? Das mache ich nicht und ich weiß es nicht, wo Sie diese Information gekriegt haben. Von Ihrem Kollegen. Und sagen Sie mir bitte, in welcher Webseite Sie das gefunden haben, damit ich das aufklären kann. Ihr Kollege hat gesagt, dass Sie die Leute bescheißen wollen. Mein Kollege hat das nicht gesagt. Doch, das auf hat jeden Fall nicht. Doch? Nein. Na klar. Nein. Doch. Was hat er gesagt? Na, er hat gesagt, Sie wollen von den Leuten die Kohle nur bekommen, um die dann zu behalten. Da passiert nachher nichts. Das hat er nicht gesagt. Doch, das hat er bestätigt. Ich habe es ihm ja so gesagt. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Nein, er hat gesagt, dass das ist eine Möglichkeit, Geld zu machen. Nee, nicht, das hat er nicht dass gesagt. Dass wir Geld klauen. Doch, das hat er Herr, nicht gesagt. Herr, bitte sehr, verarschen Sie uns nicht. Na, die aber Anrufe Sie verarschen sind, doch die Leute. Sie sind doch die Betrügerin. Die Anrufe sind aufgezeichnet. Ja, und genau, ich kann richtig. Das und bei auf jeden Fall bestätigen, was er gesagt hat. Richtig, aber Sie sind doch eine Kriminelle. Okay, das ist Ihre Meinung. Und warum betrügen Sie die Leute? Schämen Sie sich nicht? Das mache ich nicht, aber Sie können über mich sagen, was Sie wollen. Okay, das ist mich egal. Aber schämen Schönen Sie sich Tag nicht? Noch, Herr. Schämen Sie sich nicht, dass Sie arme Menschen betrügen? Ist doch nicht in Ordnung, sowas. Den Menschen einfach Woher das Geld Sie zu das? Klauen. Na, aber ich weiß das doch. Woher wissen Sie? Ja, von Ihnen. Also besonders gut finde ich hier auf jeden Fall, dass unsere nette Betrügertante die ganze Zeit an der Leitung bleibt und sich immer wieder hinhalten lässt, obwohl sie hier schon die ganze Zeit eigentlich auflegen wollte. Die gibt sich auf jeden Fall noch Mühe, obwohl das hier eigentlich schon fehlplatziert ist. Weil die Mühe kann sie sich ja mittlerweile sparen, nach dem, was hier so für Aussagen getroffen wurden. Ich meine, der erste Mitarbeiter schon alleine, wie der sich von Anfang an gemeldet hat. Wie er dann mit mir umgesprungen ist. Und dann werde ich weitergereicht. Und die nächste ist nicht besser. Und dann kriegt man noch Vorwürfe an den Kopf geknallt. Man hätte das gleich von Anfang an sagen sollen, dass man kein Interesse hat. Habe ich doch. Ich meine, kann man ja nochmal zurückspulen, wenn man es nicht glaubt. Aber es ist doch einfach nur noch Wahnsinn. Der komplette, absolute Wahnsinn, was man da für Leute geboten bekommt. Von Sie benehmen sich wie eine Kriminelle. Echt? Ja. Ich bin doch sehr süß. Warum bin ich ein Kriminellin? Na, Sie sind nicht seriös. Echt? Ja. Oh, schade. Und warum betrügen Sie die Menschen? Finden Sie das in Ordnung? Warum das klauen mache Sie den Leuten nicht. Ihr Geld? Was halten ich Sie mache, davon, wenn wir mal bei Ihnen das Geld klauen? Und warum soll ich antworten? Wer sind Sie bitte? Das sage ich Ihnen nicht. Sind Sie also Stadtpolizei? Vielleicht. Und Vielleicht? Ich habe eine Fangschaltung auf eurer Leitung. Okay, gut. Danke, ja. Herr. Ja, und auf jeden Fall sind Sie Betrüger. Okay, das ist Ihre Meinung. Und ich denke, dass Sie nee, auch das Betrüger ist Wissen. Sind. Ich weiß, dass Sie Betrüger sind. So sieht's aus. Bei diesem Verhalten muss man, glaube ich, keine Meinung mehr haben. Das ist einfach pures Wissen. Hier, allein an diesem Verhalten
hört man doch nun ganz klar und deutlich raus, dass das niemals eine Firma sein kann, die ernsthafte Absichten hat, euch irgendwelche tollen Angebote zu unterbreiten. Man muss sich doch einfach nur die Frage stellen, warum ruft ein Finanzunternehmen bei euch an und will euch reich machen? Also welche normale Firma würde sowas jemals tun? Niemand ruft bei euch an, um euch irgendeinen Geldsegen ins Haus zu bringen, ohne dass ihr die Füße bewegen müsst dafür. Tja, so sieht's halt aus. Viele Menschen glauben da leider einfach dran. Ich find's wirklich traurig und verwerflich. Abonniert übrigens gerne mal den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und damit unterstützt ihr auf jeden Fall die Produktion von Callcenter Abzocke. Mit jedem Abo, das ihr kostenlos abschließen könnt, wird der Kanal hier immer ein kleines bisschen größer. Und der Algorithmus von YouTube belohnt damit natürlich den YouTube-Kanal und sorgt dafür, dass wir mehr Zuschauer haben und somit auch ein größeres Publikum erreichen. Von daher, abonniert gerne. Wenn ihr hier neu seid auf dem Kanal und das noch nicht getan habt, freue ich mich auf jeden Fall immer drüber. Tschüss, Herr. Ja, Betrüger. Okay, danke. Kriminelle. Tschüss. Ja. Okay. Das ich bin aber kriminelle. Sehr süß. Ja, und Sie sind eine Kriminelle. Nein. Das. Vielleicht süße Kriminelle, oder? Nee, Sie sind ja eine Kriminelle. Haben Sie eine Frau, Herr? Nee, ich habe einen Mann. Sie haben einen Mann? Ja. Okay, gut. Ja. Und haben Sie eine Frau? In Ordnung. Ja, ich habe eine Frau. Oh, das ist aber schlecht. Warum denn? Warum? Ja. Warum? Hm? Haben Sie nichts zu tun heute? Nee, gerade nicht. Gerade wische ich meinen Schreibtisch nebenbei ab. Okay, ja. Ich habe aber viel zu tun. Und wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? Wie viel bekommt ihr denn so am Tag? Warum möchten Sie das wissen? Warum möchten Sie das wissen? Für die Statistik. Warum möchten Sie... Brauchen Sie Geld her von mir, oder? Nee, für die Statistik ist es. Wie viele Leute habt ihr denn heute schon bekommen? Ganz ehrlich, bitte. Brauchen Sie Geld von uns? Nee, wie viele Leute hast du denn heute schon beschissen? Warum möchten Sie das wissen? Na, für die Statistik habe ich doch schon gesagt. Wie viele Leute hast du denn heute schon beschissen? Sie sind der Erste. Ich bin heute der Erste, den du bescheißt. Genau. Ah, also gerade erst angefangen. Na, dein Kollege arbeitet ja schon seit 8 Uhr und betrügt die Leute heute, hat er ja erzählt. Und viel interessanter finde ich, dass sie ja irgendwie mittlerweile sich nicht mal darüber blamiert, dass sie die Leute betrügt. Jetzt gibt es spontan auf einmal zu. Also, dass wir von den Leuten nicht viel halten können, das erzählen sie uns ja immer wieder selbst zwischen den Zeilen. Das finde ich schon irgendwie interessant. Ich meine, umso länger man die am Telefon hält, umso ehrlicher und offener werden die meistens. Die nehmen da kein Blatt vor den Mund. Ich meine, klar, schwenken sie dann immer wieder um und sagen, nee, ich betrüge ja doch keinen. Das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, weil der Chef da auch durch die Gänge schlawenzelt und mithört. Ja, aber bitteschön, also was soll das? Tja, also die machen sich wirklich gar keine Mühe mehr mittlerweile. Und ich habe es ja auch schon öfters erwähnt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es eigentlich mit diesen Betrügern hier am Telefon immer schlimmer und unterirdischer wird, statt irgendwie ein bisschen besser. Also dazu lernen tun die auf jeden Fall nicht. Ja, aber Sie sind der Erste, aber. Ja. Wir hatten kein Glück heute. Und wie viel hat dein Kollege heute schon beschissen? Ich habe schon gesagt, Sie sind der Erste. Ja. Wir hatten kein Glück heute. Und nur gestern? Mit Ihnen. Sie sind der Erste, der den Anruf angenommen habe. Ach, schade, ist wir hatten kein Glück heute. Ja? Ja. Ist ja gut. Okay, gut. Umso weniger Leute ihr Finden Bescheid Sie bitte was besser. Zu tun, bitte. Finden Sie was zu tun. Ich mache doch nebenbei meinen Schreibtisch sauber und telefoniere ein bisschen mit dir. Finden Sie bitte was zu tun. Ja? Ich lege auf. Tschüss. Warum denn das? Wir können uns doch noch ein bisschen unterhalten. Hm? Weil ich keine Zeit habe. Warum denn das nicht? Zu reden. Ja, aber ihr seid doch selber Betrüger. Und? Ich habe aber was zu tun, Sie haben nicht. Ja, aber wenigstens hast du es jetzt bestätigt. Tschüss denn. Ja, bis ich bestätige aber nichts, das ist nur Ihre Meinung. Ja, aber wir hören uns bestimmt nochmal. Ich küsse deine Augen, Herr, tschüss. Ja, bis dann, meine Bitte. Na, immerhin hat sie sich unerwartet freundlich verhalten. Ich meine, die ging zwar auch mal kurz an die Decke, genauso wie der Kollege vorher, aber irgendwie haben sich hier beide Mitarbeiter mehr oder weniger wieder ein kleines bisschen gefangen. Normalerweise ist man es ja gewohnt, dass sie dann jetzt hier so richtig ausrasten und ausfallend werden und ja einen noch über Ewigkeiten noch so richtig schön beleidigen. Ja, wo man auch immer nicht weiß, was das jetzt eigentlich noch genau bringen soll. Die hat sich auf jeden Fall die Energie gespart. Es muss auch nette Betrüger geben auf dieser Welt. Ist es trotzdem schade.
Fallt auf jeden Fall nicht auf sowas rein. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut hier gerne auch nochmal vorbei. Vergesst auf jeden Fall nicht das Däumchen nach oben, damit helft ihr dem Kanal ebenso. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.